Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von coffeeness.de und heute testen wir einen Kaffeevollautomaten. Ihr seht, wir sind umgezogen hier in der neuen Küche und auf den Test haben einige Leser und Leserinnen schon lange gewartet. Wir testen nämlich heute, ich habe ihn hier unten stehen, den Siemens EQ3. Und ich weiß jetzt selber noch gar nicht, welche Version das ist. Von dem gibt es nämlich zwei verschiedene Versionen. Aber das werden wir beim Auspacken wahrscheinlich herausfinden. Du siehst ganz schön klein hinter dem Automaten aus. Ja, ich glaube, ich sehe immer klein aus. Viel Spaß beim Video. Jo, bis gleich. Wir haben jetzt relativ lange darauf gewartet, den Siemens EQ3 zu testen. Ich glaube, wir hatten das erste Mal bei Siemens nachgefragt auf der IFA. Wann war die IFA? September, 5. September 2016. Das ist halt jetzt auch schon so ein paar Monate her, hat also ein bisschen länger gedauert, bis wir das Gerät bekommen haben. Aber wir haben es da ja schon so ein bisschen getestet. Wir haben es da ein bisschen getestet, das neue Modell ausprobiert, ein bisschen dran rumgeschraubt. Also rumgeschraubt ist jetzt übertrieben, einfach dann rumgespielt und ihn benutzt und daraufhin habe ich ja auch schon mal einen Artikel geschrieben und das hat super funktioniert. Viele von euch haben da schon ganz, ganz lange Kommentare drunter geschrieben, weil viele den einfach schon gekauft hatten und den früher hatten als ich. Aber jetzt kann ich den Test endlich nachholen und ich habe ja versprochen, dass ich mir den dann auch nochmal genauer und selber angucke und mit dem Auspacken fangen wir jetzt einfach mal an. Machen wir mal so ein kleines Unboxing, würde ich sagen hier. Genau, es gibt wie gesagt zwei verschiedene Geräte davon. Das eine kostet so um die 500 Euro, hat dann noch das Kürzel S300 und dann gibt es noch ein weiteres Gerät, das hat das Kürzel S500 und das kostet so 200, 250 Euro mehr im Moment. Hier haben wir jetzt die Anleitung. Oh, und ja, das schon das Besondere an diesem Vollautomaten. Oh, der Rüssel. Der Rüssel. Ich habe ja mal... Ich weiß gar nicht, ob ich das im Video gesagt habe oder in einem Artikel geschrieben habe. Das Ding erinnert mich ja so ein bisschen an den Brain Bug von Starship Troopers. Dann würde das Ding, naja, egal. Auf jeden Fall witziger Vollautomat und ich bin mal gespannt, wie das klappt. Ich ziehe den jetzt mal raus. Das ist jetzt halt einfach nur eine Reinigungstablette und nicht weiter spannend. Es ist halt mal so ein ganz anderes Konzept, ne, als so die anderen Kaffeevollautomaten, die man sonst so kennt, wo man genau. halt einfach die Milch quasi vorne dann rauskommt aus der Düse. So, und das versucht wahrscheinlich noch so ein bisschen den Barista zu imitieren, ne, mit dem Brain Bug, der so reintaucht in die Milch und dann sich langsam hochzieht. Aber wir werden das da gleich auch nochmal uns angucken, wie das funktioniert, beziehungsweise dann in einem Detailvideo nochmal uns anschauen. Ja, das ist auch nicht so, dieses Patent ist halt auch nicht ganz neu. Krups hatte schon mal einen Kaffeevollautomaten oder hat immer noch einen Kaffeevollautomaten damit auf dem Markt. Ich weiß jetzt, ich habe gerade die Seriennummer von dem vergessen. EA irgendwas wahrscheinlich. EA 9000 irgendwas, glaube ich. Da ist dann noch der Oberclou sozusagen, dass diese Schaumlanze sich angeblich komplett selbst reinigt. Mhm. Ich habe den jetzt noch nicht getestet, weil ich den bisher noch nicht so spannend fand. Die müsste sich dann ja auch von außen reinigen, wenn sie sich in die Milch reintaucht, ne? Oder fährt sie dann wieder rein, ja, und reinigt sich dann? Die fährt dann rein und hat dann so eine Reinigungsbox. Okay, das hat okay. Der hier jetzt nicht. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es vielleicht auch praktischer ist, wenn es das nicht hat. Aber das gucken wir uns jetzt mal ganz genau an. Das macht immer total viel Spaß, Geräte aus dem Styropor auszupacken. Ja. Oh, ja. Jetzt können wir schon sehen. Hier kommt der Rüssel ran. So, dann drehen wir ihn mal zu euch nach vorne. Hat auf jeden Fall eine schön lange Leitung. Die ist bestimmt einen Meter lang. Das ist schon mal ganz gut. Das ist manchmal ja relativ anstrengend, wenn die kurz ist. Hier haben wir die Abdeckung vom Wassertank. Mhm. Und einen relativ kleinen Wassertank, bei dem man dann auch gleich den Griff in der Hand hat. Kannst du wahrscheinlich da einfach wieder so reinklicken. Kann man wahrscheinlich einfach reinklicken. Vielleicht muss man den am Anfang auch einmal reinklicken. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Bastelkram. Hier steht ja auch gleich schon Britta drauf. Ist der jetzt von Britta, dieser Wassertank? Oder? Aber man muss ja wahrscheinlich erstmal noch einen Filter reinsetzen, schätze ich mal. Genau, da kann man wahrscheinlich einen Wasserfilter reinsetzen. Mhm. Von Britta. Ja, also da haben wir auf jeden Fall schon mal für die Minusliste den Griff. Den kriege ich jetzt auf die Schnelle nicht rein. Der ist auf jeden Fall nicht kaputt. Den kann man fummeln wir gleich noch ein bisschen dran rum. Den kann man da einfach wieder reinfummeln. Das ist kein Problem. Kann auch sein, dass man den am Anfang da einmal reinstecken muss. Ja, was das ist, weiß ich auch noch nicht so genau. Das ist wahrscheinlich einfach ein Kohlefilter oder so. Wahrscheinlich irgendwie einfach ein Kohlefilter für das Wasser. Ja. Aber das ist auf jeden Fall noch kein richtiger Britta-Wasserfilter. Mhm. Den kann man hier unten halt einschrauben. Ja, passt ein Liter rein, würde ich mal schätzen. Vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht 1,2, 1,5 Liter. Mhm. Das müssen wir dann nochmal nachlesen.
Genau, wir lassen den erstmal hier liegen. Dann haben wir hier die Abdeckung für den Bohnenbehälter. Und hier sieht man schon die Mahlgradverstellung. Die kann man in 5 Stufen sind hier angegeben einstellen. Ist jetzt auf der mittleren Stufe voreingestellt. Hier passen, ich weiß nicht genau, ich würde mal schätzen 100 Gramm Bohnen rein. Oh, ich glaube, das ist großzügiger. Ich würde mal sagen, da passen mehr als 100 Gramm rein. Ja. Wahrscheinlich sind es 250, denke ich. Ja. Hier haben wir was, was aussieht wie eine Warmhalteplatte. Mal gucken, wie warm das dann in Wirklichkeit wird. Das ist ja immer relativ spannend. Vorne am Kaffeevollautomaten ist eine Frontklappe. Die kann man hier einfach aufmachen. Hey, dann kommt man ran. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Und hier unten kann man dann die Abtropfschale rausziehen. Hier ist der Tresta-Behälter, wo die Kaffeereste reinfallen. Oh, hier ist auch schon eine, das gefällt mir gut, hier ist auch schon eine Kennzeichnung drauf, dass das in die Spülmaschine darf. Das finde ich immer sehr gut, wenn alle Teile einzeln gekennzeichnet sind. Das darf nicht in die Spülmaschine. Hier haben wir dann die Edelstahlabdeckung. Da ist noch eine Schutzfolie drauf. Sieht gleich viel besser aus, wenn wir die abziehen. Macht auch jetzt hier vom Volumen her ganz guten Eindruck, was so die Kapazität von der Abtropfschale anbelangt. Da hatten wir auch schon Modelle, wo die extrem klein war. Ja. Und die wirkt jetzt ja schon so, als ob da mal ein bisschen was reintropfen kann, ohne dass es gleich komplett überläuft. Ja, relativ groß, gerade für die Gerätegröße. Ja. Hier haben wir dann die Brühgruppe. Das ist die gleiche Brühgruppe, glaube ich. Vom Format her sieht die jedenfalls sehr ähnlich aus, die auch beim Eco 9 verbaut ist. Wir haben auch den Eco 9 Connect gerade getestet. Die nennt sich dann irgendwie Spindelbrühgruppe oder so, ist auf jeden Fall nicht die Standardbrühgruppe, die recht oft verbaut wird. Die kann man dann hier, wenn man das nach oben zieht und das nach vorne nimmt, hier rausziehen. So sieht sie halt aus, wenn sie komplett unbenutzt ist. Den hatten wir halt noch überhaupt gar nicht an. Hier könnt ihr vielleicht auch schon so ein bisschen den Stempel sehen, mit denen dann nachher das Kaffeepulver in der Brühgruppe verdichtet wird. Und ja, das sind so erstmal die Innereien. Ist ja auch ganz schön, dass man die Brühgruppe von der Front entnehmen kann und den Tresta-Behälter und die Abtropfschale. Das finde ich immer relativ praktisch, weil da muss man nicht an die Seite des Geräts ran. Ja, es spart einfach ein bisschen Küchenplatz. Ne? Also gerade wenn man jetzt irgendwie eine kleine Küche hat oder so, dann ist es schon sinnvoll, wenn man komplett von vorne rankommt. Genau, das Einzige, was jetzt halt noch fehlt, ist der Rüssel. Den habe ich ja schon die ganze Zeit gewartet. Und den versuchen wir jetzt mal anzubauen. Es gibt ja verschiedene Milchschaumsysteme. Es gibt einmal vollautomatische Milchschaumsysteme, da muss man einfach nur auf den Knopf drücken und dann bekommt man sein Getränk komplett in die Tasse. Dann gibt es so ein Cappuccinatore, das heißt, man muss einen Espresso zubereiten, dann die Tasse umstellen und dann kommt der Milchschaum aus einer anderen Düse raus. Und dann gibt es manuelle Milchschaumsysteme, das ist dann so wie an einer Espressomaschine mit so einer Schaumlanze, dass man den Pitcher halten muss und direkt selber aufschäumt. Und das hier ist sozusagen so ein manuelles System, aber in automatisch. Das heißt, wir haben hier genau die gleiche Schaumlanze, die man sonst mit der Hand bedienen würde. Aber hier kann man sie einfach in die Tasse reinfahren und es soll automatisch schäumen. Und wie gut oder wie schlecht das funktioniert, das werden wir uns jetzt ganz genau angucken. Und den wird man hier raufstecken können wahrscheinlich. Mal gucken, wie das so funktioniert. Habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Oder andersrum? Vielleicht auch so. Ja, wir gehen sehr jungfräulich auf jeden Fall in dieses Gerät ran. Habe ich natürlich intuitiv gleich falsch rum gemacht. Und hier haben wir jetzt schon den Brainbug-Rüssel, der in die Tasse reinfährt und wo wir dann ausprobieren, wie gut das schäumt, wie gut man die Temperatur einstellen kann, wie die Milchschaumqualität wird. Das finde ich insofern mal spannend, weil das bei dem Vollautomaten hier echt was anderes ist und nicht so oft vorkommt, beziehungsweise wir das nur bei einem anderen Gerät kennen und ich bin gespannt, wie das funktioniert. Haben wir bei diesem Gerät noch irgendwelche Zusatzfunktionen, wie jetzt irgendwie App-Steuerung oder irgendwelche anderen Advanced-Features? Nee, also, vom kompletten Funktionsumfang, eher ein reduziertes Gerät, ist auch von der Preisklasse jetzt deutlich günstiger. Also von Siemens gibt es ja noch den EQ9 Connect, der dann die App-Steuerung hat, halt auch nur in der höchsten und teuersten Variante. Der kostet ja über 2000 Euro und hier, das Gerät liegt ja so bei 500, je nach Modell, 500 bis 750 Euro. Und also schon Mittelklasse, aber auf jeden Fall. Mittelklasse, genau, kein ganz günstiges Gerät, aber halt auch kein super teures Gerät. Und die ganz teuren Geräte, das sind eigentlich immer die, die diese App-Steuerung haben. Ich wollte ja noch herausfinden, wen wir eigentlich haben. Aha, das ist der S300. Das heißt, wir haben hier den günstigeren. Der hat hier dann nämlich eine Kunststoffverkleidung, keine Edelstahlverkleidung. Und ansonsten wird der sich wahrscheinlich auch noch durch so ein paar Software-Sachen unterscheiden. Was das jetzt genau ist, weiß ich noch nicht. Das müssen wir uns nochmal angucken.
Ja, und das Display müssen wir uns dann auch nochmal genau angucken. Wir haben ihn jetzt ja noch nicht angesteckt, aber es sieht auf jeden Fall sehr einfach und intuitiv aus mit einer Basisgetränkeauswahl und mit der Bohnenstärkeauswahl oder doppelten Bezugauswahltaste kann man, glaube ich, hier das alles ganz gut auch kontrollieren. Ist auf jeden Fall ziemlich reduziert. Was mir schon mal echt gut gefällt, ist hier, dass der Auslauf hat so ein großes Gitter. Das ist ganz praktisch, weil bei vielen anderen Kaffeevollautomaten ist es so, dass dann teilweise die Löcher nicht so gut getroffen werden und dass man vorbeilaufen kann. Und deswegen ist das hier eigentlich ganz schön, weil das direkt in die Abtropfschale fließt. Ja, ansonsten gucken wir uns das Ding jetzt ganz genau an. Mehr kann ich dazu auch noch nicht sagen. Wir müssen jetzt erstmal selber ausprobieren. Wir hauen da mal ordentlich ein bisschen Espresso durch und schäumen ein bisschen Milch mit auf in unterschiedlichen Tassen. Und ich bin gespannt, wie das funktioniert und hoffe, das Video guckt ihr euch dann auch wieder an. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert ihr im Idealfall den Kanal hier nochmal. Und ja, Likes sind natürlich immer gerne gesehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.